Hallo und herzlich willkommen bei FIFA News. Ich bin Diku und heute gibt's mal ein ganz außergewöhnliches Video, denn EA hat was Neues veröffentlicht. Aber das Problem an der Geschichte ist, das allererste Gameplay-Video gibt es nicht auf YouTube in Full HD. Und das macht für mich als News-Entertainer ein kleines Problem, weil ich habe kein Videomaterial. Zudem hat EA keine weiteren Informationen auf ihrer Webseite veröffentlicht, dass ich da ebenfalls nichts drüber berichten konnte. Und habe deswegen das Ganze ein bisschen rausgezögert, nicht sofort geteilt oder irgendwie Video draus gemacht. Was wir heute hier in diesem Video machen, warum es ein bisschen länger geht, ist, wir analysieren es. Und ich bin gespannt, wie du die Analyse findest und ich bin gespannt, was du drunter kommentieren wirst. Bevor wir das aber anfangen, hier nochmal erstmal flüssig das Video und denk dran, es ist nur Mobile-Format, es gibt kein Full HD, deswegen sieht das so komisch aus. Los geht's! Gute Flanke! Lukaku! Und er trifft! Und da wäre jetzt Platz. Franke kommt weit. Thomas Müller. Sehr guter Ball auf Hazard. Da macht er ihn rein. Klasse Flanke. Und das ist Cristiano Ronaldo. Klasse. Ja, und dann nochmal ein herzliches Willkommen hier beim etwas anderen News-Video, denn ich habe jetzt lange überlegt, wie ich das Ganze machen soll. Also für alle, die jetzt aktuell dieses Video sofort anklicken, die werden es ein bisschen besser verstehen, als die, die erst ein paar Tagen oder Wochen später es anklicken. Am Freitag ist das erste Video gekommen, da wollte ich sofort ein Video machen, aber weil eben EA gar nichts dazu gesagt hat, also zumindest es gibt keine News auf ihrer Webseite darüber, es gibt kein Full-HD-Video dazu, es gibt nur, das scheint eine neue Marketing-Taktik zu sein, die ich selbst noch nicht kenne, es scheint einfach nur auf Twitter, Facebook und Instagram diese Videos gepostet zu werden, was für mich natürlich als Sub-FIFA-News-Typ, ich weiß nicht, wie man sonst nennen soll, ein bisschen das Ganze schwieriger macht. Und deswegen seht ihr auch hier alleine, dass es schon ein Mobile-Format nur gibt und kein Full-HD, also kein 1920x1080 Format. Kann ich es auch jetzt nur mit Webcam machen, die hoffentlich nicht ganz so asynchron wird, wie ich Angst habe, sondern relativ gut. Und mit euch darüber diskutieren, über das Bild, was wir hier jetzt hier sehen, beziehungsweise das Video, was wir jetzt hier sehen. Und jetzt wollen wir uns erstmal das erste Bild ansehen. Also oben natürlich wird noch nicht so viel verraten. Oh, da wird ein bisschen abgeschnitten, sehe ich hier gerade. Oh, da muss ich mal noch ganz kurz was ändern, Leute. Einen Moment. So, ich gucke immer rechts auf mein Aufnahmeprogramm. Ich hatte ehrlich gesagt gerade noch ein Key-Problem. Der hat zu viel Schwarz rausgekeyt. Sorry dafür. Jetzt aber wollen wir uns die Bilder nochmal gemeinsam ansehen. Und zwar hier oben sehen wir natürlich nur ein Bild. Aber man sieht natürlich hier FC Bayern. Also ist hier ein Ausschnitt von der Allianz Arena. Hier sieht man das Old Trafford, also Manchester United Stadion. Das ist Mkhitaryan, das man hier erkennt. Hier ist es Chelsea, London mit ihrem schönen Stadion. Und hier sehen wir auch noch Real Madrid. Ja, mit Marcelo, wenn ich das richtig sehe. Also das ist schon mal der erste Eindruck, den man so ein bisschen erkennt. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr auch drüber schnacken. Also ich und ihr werdet dann unter den Kommentaren schnacken. Mal gucken, ob wir dann demnächst auch mal so ein Q&A-Video machen, ich auf diese Kommentare reagiere. Wir schauen uns das noch ein bisschen an und ihr wisst ja, ich analysiere sowas ganz gerne und ihr guckt immer sowas ganz gerne, wie ich herausgefunden habe. Jedenfalls geht es ja um ein neues Flankensteuerungssystem. Flanken wurde ja versprochen von EA, sollen wieder besser werden in FIFA 18. Und ich muss sagen, ich als FIFA-Fan freue mich da extrem drauf, weil die Flanken in FIFA 17 grauenhaft sind. Man muss viel Glück haben, man muss wirklich super Können haben in FIFA 17, um gute Flanken machen zu können. Aber du kannst so geile Flanken, wie du machen kannst oder willst oder tust oder mögen, es spielt keine Rolle, wie genial die reinkommen, weil alleine die KI und das Gameplay von FIFA 17 es gar nicht einem ermöglicht, da meist schöne Tore draus zu machen. Das soll sich in FIFA 18 wieder ändern und wir schauen aber erstmal, bevor wir wieder immer so weiter gucken, auch hier noch ein bisschen rein. Wir sehen ja Mkhitaryan, wie er hier den Ball spielt. Übrigens, ganz viele haben kommentiert unter diesen Videos, dass sie den Rasen richtig toll finden. Ich finde den jetzt natürlich ein bisschen so, wie nennt man das denn? Krass knallgrün. Aber auch mir ist es schon im ersten Trailer aufgefallen, dass mir der Rasen sehr gut gefällt. Es ist aber auch ein bisschen abzuwarten. Und hier wird ja schon so ein bisschen gezeigt, dass Mücke hier flankt. Und man sieht natürlich auch schon den Text. Wuchtige Flanken. Wuchtige Flanken ist der Knackpunkt. Es soll jetzt ja irgendwie
nicht nur, das, ihr kennt das ja von FIFA 17, man geht bis in den 16er rein, von rechts oder von links, macht einen flachen Pass rein, Passing is Purpose am meisten und dann steht ein Fuß da und macht das rein. Hoch machen wenige, wird auch im echten Training so gelernt, also ich hatte so ein Training gehabt, dass auch wirklich mein Trainer gesagt hat, wenn du im 16er bist, nur flache Bälle, niemals hoch. Ich weiß, es ist bei jedem vielleicht anders. Jetzt gibt es aber die Möglichkeit, dass du richtig weiter hinten stehst, also wirklich nochmal fast gefühlt weit weg bist vom 16er und kannst eben wuchtige Flanken reinknallen. Hier sieht man zum Beispiel auch schon, dass Lukaku jetzt in FIFA 18 bei Manchester United drin ist. Also sie haben es auch hier schon geändert. Moses sieht man hier, der versucht ihn da zu verteidigen. Die Flanke, die Mücke da macht, die kommt genau auf den Fuß und dann zieht hier Lukaku ab und ballert das Ding rein. Hier sehen wir es auch nochmal ein bisschen anders. Hier sehen wir also erstmal erstes Gameplay-Material nach dem Trailer überhaupt. Allererste Material nach dem ersten Trailer von der EA Play, was wir überhaupt sehen. Offiziell zumindest. Und was mir übrigens auffällt, jetzt kommt wieder der typische Deku aus mir raus zum Thema Fans. Ihr wisst ja, ich bin immer so einer, der guckt auf die Fans und viele sagen, oh, Deku guckt doch nicht immer bei der Analyse auf die Fans. Aber achtet mal darauf, ich spule gleich nochmal zurück, die Fans sitzen und wenn Mücke hier immer näher ranlatscht, dann fangen die an aufzustehen. So in dem Motto, da kann was passieren und das ist ja ziemlich real. Und wir, viele von euch sind ja so wie ich Detailfreunde, wollen mehr Details haben und EA hat ja versprochen, dass um das Stadion, also nicht um das Stadion, sondern um den Platz herum mehr Atmosphäre stattfinden soll, dass die Fans besser mit dem Ton und auch mit den Bewegungen auf die Situation reagieren sollen. Und das ist mir schon mal aufgefallen, wo du hier schon mal sehen kannst, seht ihr, jetzt stehen sie ja auf. Also es ist leider nur eine ganz kurze Szene, also ihr merkt das vielleicht hier, wenn ich nochmal zurückgehe, zack, jetzt stehen die hier auf, weil die Flanke kommt und Lukaku zieht eben ab. Also das, ich mache nochmal gerade ganz von Anfang an, achtet nochmal drauf. Zack, jetzt kommt das Beispiel und jetzt stehen noch mehr auf. Und es ist noch nicht so perfekt, muss ich sagen. Aber ihr denkt dran, FIFA 18 ist auch noch, ich glaube, gerade mal bei 60% fertig oder so. Ja, und auch hier kommen wir zum nächsten Punkt. Wir sehen noch nicht so ein paar. Wir sehen hier, glaube ich, Pogba, wenn ich richtig bin. Rashford, glaube ich, ist das. Könnte ich mir vorstellen. Hier David Lewis. Jetzt wird es schon so ein bisschen schwierig. Moses sehen wir hier. Ja, und hier schlägt halt EA schon so ein bisschen das vor mit Anzeige. Also, guck mal. Ich zum Beispiel in FIFA 17 würde nie an diesem Zeitpunkt mir Gedanken machen, eine Flanke zu machen. Das würde keiner von uns tun, glaube ich. Jeder Spieler von FIFA 17, also fast jeder, ich will jetzt niemanden ins selbe Boot packen, aber fast jeder würde hier geradeaus weiterlaufen in oder zumindest so hier in den 16er rein, würde ein Passing with Purpose oder einen normalen Pass reinmachen oder er würde einfach schießen. Mehr würde man nicht machen. Hier zeigt aber EA, vergiss es, du musst nicht immer nur reinrennen. Du kannst jetzt hier eine wuchtige Flanke reinpacken und Lukaku läuft da. Ist eine Kritik, die ich schon an diesem Video finde, ist ehrlich gesagt, dass so ein bisschen die Abwehr sich ein bisschen zu dumm bei Flanken verhält. Ich weiß nicht, ob EA gesagt hat, hey, dass die Flanken mal wieder besser funktionieren, wollen wir da einfach die Abwehr ein bisschen dümmer machen. Das weiß ich natürlich nicht, aber wenn ihr mal drauf achtet, zack, Moses war ja da dran an Lukaku. Man sieht ja auch hier zum Beispiel bei dieser Aufnahme, das gehört ja alles zur Szenerie dazu, kommt eben nicht da dran. Also Lukaku hat irgendwie in dieser Szene ein bisschen geträumt, ja, also wenn wir jetzt mal hier nochmal gucken, hier die Situation, schaut mal, so Mkhitaryan ist ein Stückchen voraus, Lukaku und Moses liegen auf derselben Linie, ja, auf derselben Linie und dann eben ist Lukaku etwas schneller, Moses scheint nicht auf ihn zu achten. Dann sagt er, ja, dann kannst du die wuchtige Flanke machen. Lukaku ist hier einen Schritt voraus. Das scheint aber, guck mal, wie Moses da wieder angerannt kommt. Dieses typische, was wir von FIFA 17 kennen, die Abwehr schneller als die Offensive. Und er kommt eben mit dieser einen Situation hier nicht mehr klar. Er kommt da nicht ganz ran. Ja, und dann kommt Wumms eben das Tor von Lukaku. Ich persönlich finde es schön. Einige haben schon drunter geschrieben bei diesem Video, jetzt wird Flanken wieder OP, jetzt tut jeder nur noch Flanken oder so. Ich halte mich da mal zurück, ich würde nur nicht behaupten, dass jetzt alles mega OP da ist. Das sind ja auch nur Beispielsequenzen. Das heißt ja nicht, dass jetzt jedes Spiel mit Flanken so funktioniert, sondern EA hat natürlich diese Flanke vorausprogrammiert oder gezockt und zeigt sie uns ja nur. Hier haben wir auch zum Beispiel Thomas Müller und Robben sehen wir hier. Das ist Sergio Ramos, glaube ich, von Real Madrid. Und da geht es natürlich darum, dass Thiago hier, mit der schönen Allianz Arena übrigens,
Flank und wir sehen jetzt angeschnittene Flanken. Wenn wir hier nochmal Thiago uns genau ansehen, es sieht ziemlich nice aus. Also, wenn wir jetzt nochmal das vergleichen mit Mücke, mit dem Beispiel, was EA hier machen will, ist, Mkhitaryan hat hier die wuchtige Flanke gemacht. Was Thiago wiederum jetzt macht mit einer angeschnittenen Flanke ist, er ist bis hierhin gelatscht. Also, wenn wir jetzt Full HD Video hätten, dann würden wir jetzt genau hinter meiner Webcam sein. Ja, also das könnt ihr jetzt leider nicht sehen. Also, wir wären dann ungefähr hier. Hier wären wir jetzt ungefähr, also nur genau, wo meine Fresse jetzt ist, also, ne, da würden wir jetzt mit Mücke hinlatschen. Das ist jetzt in dem Prinzip hier Thiagos Beispiel, also hier, ihr seht das, der ist jetzt am Rand und ihr seht ja auch hier unten am Fuß, achtet mal da drauf, ich kann leider nicht Frame für Frame spulen, das geht leider nicht, deswegen ist er ein bisschen so abgehackt, aber ihr seht das hier, wie er hier mit seinem Fuß eine angeschnittene Flanke macht, die wirklich toll rüberkommt. Hier sieht man es jetzt nochmal in groß. Wir machen so einen kompletten Durchlauf. Zack. Und rein das Ding. Also hier nochmal, ihr seht das. Er ist komplett durchgelaufen, ist am 16er Rand. Prinzip, in FIFA 17, wenn man Foot zockt, viele machen das auch gegen die KI, aber in Foot merkt man das, würde man auch facto in diesem Punkt niemals flanken. Niemand, also wenige zumindest, einige machen es, aber sehr wenige, wer viel Foot spielt, weiß das, sehr wenige flanken von hier aus einfach rein, wenn sie wissen, auch hier ist ja mega viel Platz, hier ist ja mega viel Platz, warum flanke ich denn rein? Jeder würde eigentlich hier reinlatschen, entweder nochmal eine Antäuschung machen und dann hier so reinziehen und schießen, oder würde hinlatschen und dann gucken, ob er da irgendwie reinpassen kann. Oder er hat sogar die Chance, einfach raufzuballern. Also keiner würde in diesem Moment flanken. Ich finde es aber klasse, wenn das in Zukunft wirklich wieder mehr Leute nutzen würden. Ja, also Thiago ist jetzt hier am Flanken. Was mir persönlich noch ein bisschen eine Skepsis macht, wo ich noch ein bisschen gucken muss. Warten wir mal auf die Demo, zocken wir mal an. Weil ihr wisst ja, bei so einem Video kann man ja viel sagen. Man kann gehypt sein, man kann sagen, boah, geil, flanken. Man kann auch sagen, scheiß flanken. Also man kann so viel sagen. Aber solange, und das ist meine persönliche Meinung, solange man nicht das Spiel selbst gespielt hat, sollte man sich ein bisschen distanzieren von irgendwelchen positiven und negativen Kritiken. Ich versuche nur, hier zu analysieren. Ich persönlich bin gehypt über diese Flanken, aber ich sage auch so, ich war auch gehypt über die adaptive Intelligenz der Spieler. Ihr kennt ja die aktive Spielerintelligenz, die groß angekündigt wurde zu FIFA 17. Die ist eine grauenhafte Sache geworden in FIFA 17. Ich war anfangs super gehypt. Deswegen sage ich ja, ich bin jetzt auch gehypt über dieses Flankensystem, aber lieber mal abwarten, wie es ablaufen wird in der Vollversion. Ganz wichtig, dass man Vollversion sagt, weil Flanken hat komischerweise in der Demo super gefunktioniert in FIFA 17. Dann kam die Vollversion raus und hat es gar nicht mehr funktioniert. Warum? Kann ich nicht sagen. Guckt euch das mal an. Das ist ja Real Madrid. Das ist ja keine schlechte Mannschaft, wie wir ja alle wissen. Thiago flankt hier unbewusst ins Nimmerland. Ja, also nirgendwo hin. Gar nichts. Hier steht Sergio Ramos, wenn ich es sehe. Hier ist Cavallari, glaube ich, wenn ich es richtig erkenne. Und hier scheint Thomas Müller zu sein. Und EA möchte natürlich mit ihrem Symbolen hier, mit ihrem Anzeigen, dass Müller von hier, zack, hier reinrennt. Und anscheinend die KI auch schlau genug dafür ist, das zu checken. Und du flankst hier. Ganz ehrlich, der hier steht mir einfach zu gut, der hier steht viel näher dran. Gut, der ist im Rücken zu Müller, dass ich nicht sagen kann, okay, Müller ist jetzt da super safe von ihm. Natürlich kann, wenn man den Spieler hinter sich nicht sieht, logischerweise ihn erschrecken und dran vorbeilaufen. Aber Sergio Ramos steht halt gut da. Und wenn man jetzt überlegt, wie die Flanke hier reinkommt, so Sergio Ramos geht rückwärts, Robben läuft auch noch ganz merkwürdig dahin. Und dann kommt die nächste Sequenz aus diesem Bild. Müller ist halt da reingerannt und köpft halt das Ding rein. Er kann darüber streiten, ob das realistisch, was das Abwehrverhalten angeht, ist oder nicht. Ich finde es ganz nett. Muss es auch nicht so sein. Wir sehen auch hier Hazard, der versucht mal so eine Sache zu machen, weil es gibt ja auch nicht nur wuchtige Flanken oder angeschnittene Flanken, so wie wir es kennen, sondern es gibt auch hohe Flanken. Das kennen wir aber auch alles, auch mit diesem R2, R2 und so weiter. Ne, was ich ja vorhin meinte, nicht mit wuchtig oder mit angeschnitten macht man das mit. Ich weiß es wirklich nicht, sorry Leute, ich bin mir sicher, dass ganz viele das jetzt runter kommentieren werden, aber weil ich es bei mir geändert habe, kann ich es jetzt nicht sagen, dass man da ja hohe Flanken macht. Mache ich auch ganz gerne. Ich glaube, bei mir ist es L2, weil ich mir alles umgedreht habe im PlayStation Controller, dass ich dann hohe Flanken machen kann. Benutze ich eigentlich am liebsten in FIFA 17, weil das das Einzige ist, was gefühlt irgendwie teilweise funktioniert. Und da seht ihr es auch hier unten, hier kommt die Flanke rein. Und das ist das ganz Interessante, was wir gerade zum Müller noch besprochen haben. Denn bei Müller war er ja auch hier und ist hier reingerannt. Ist hier so reingerannt und, ouch. Und jetzt kommt aber hier hinten, von hier hinten noch einer. Also ganz andere Geschichte. Guckt euch das mal an. Hazard nämlich. Zack.
Und das ist mal richtig krass. Besonders, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass besonders in Food Leute wirklich dort in der Ecke sitzen, zocken und sagen, mach hier eine Flanke. Weil ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele sagen, oh, ich sehe hier gar keinen, ich flanke nie und nimmer. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass Leute in diesem Moment flanken, obwohl hier keiner steht. Aber hier wird ja gesagt, hohe Flanke bringt was, indem man einfach sagt, oh, da kommt von da hinten einer, zack, Tor. Also ich glaube, das ist wieder eine Übungssache, dann kann das schon natürlich funktionieren, gar keine Frage. Wir haben auch noch gefährliche Flanken. Das kommt auch noch dazu. Das sehen wir jetzt in diesem Moment. Und zwar gefährliche Flanken haben wir hier mit Verteidigung. Ist, glaube ich, weiß nicht, ob das Manchester United ist. Auf jeden Fall Real Madrid. Marcelo ist jetzt hier am Flanken. Das ist Manchester United mit dem Verteidigen. Und da sieht man natürlich hier mit den gefährlichen Flanken ist es auch wieder. Das ist eher so eine Sache, die ich wahrscheinlich am meisten nutzen würde. Dass ich von dieser Seite hier zack rein. Und dann kommt von hinten Ronaldo, macht einen geilen Trick und bams, Jubel. Und dann war es das mit dem Video. Also nur auch mal das dazu. Schaut euch das nochmal an. Zack, also das, glaube ich, ist einer meiner Favorites, die ich wahrscheinlich öfter benutzen würde. Und ich finde es auch ganz geil, dass die KI so ein bisschen von dieser Seite aus hier reinrennt. Jupp. Und das Ding eben macht. Wie das dann mit der Abwehr ist und so weiter, das müssen wir mal noch schauen. Ja, alles mal zu diesem Video. Die nächsten Videos kommen demnächst auch noch. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Es wird noch einiges geben in den nächsten Tagen. Abonniert mich, lasst einen Daumen für dieses Video da. Es gibt noch einige News. Darauf freue ich mich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag. Und bin gespannt, was ihr runter kommentieren werdet. Also bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt.